Das sind vier Dämonen zu viel. Dann hätte ich gesagt, wollen wir die mal voneinander trennen. So, vier Dämonen zu viel. 10 von 10, hervorragend. Bleibt bei uns im Pott. Und die normalen Kobolde können wir eigentlich auch mal noch dabei behalten. So, davon könnte ich einen 80 dabei haben. Das heißt, wir werden hier... Moment. Also... Ach nee, das sind Sportkobolde. Für den normalen Kobolden... da muss ich mal noch gucken, woher dass ich die kriege. Moment, stopp. Die einzige Sache ist natürlich, wir könnten unter Umständen auch noch normale Vampire mitnehmen und nicht nur uralte Vampire. Ja, muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall ein Abstecher nach Monteville. Und dort etwas verändern. Wir verändern etwas an der Truppe. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge King's Bounty Dark Side. Was verändern wir an der Truppe? Nun, wir haben die Heresiarchen verloren. Wir könnten zwar welche nachkaufen, muss aber nicht sein. Oh, oh, ich glaube... Ach, egal. Die dunklen Paladine lassen wir hier. Die normalen Kobolde nehmen wir mal in die Reserve. Und hier kaufen wir mal Nekromanten. Moment, 18 wäre momentan gerade das Maximum. Okay. So, die nehmen wir jetzt aber nicht mit. Wir haben sie jetzt erstmal nur gekauft. Und, ich möchte echt gerne noch dieses Dings. Ich möchte echt gerne noch dieses Amulett. Kritische Trefferchance. Aber ich hätte dazu eigentlich auch gerne noch, ja, vielleicht einen neuen Begleiter, dem ich das anziehen kann. So, wir müssen, glaube ich, noch einen Blick nach oben werfen, um unsere Vampire aufzufrischen. Und dann geht's ab nach Inselburg fürs Erste. Aber warum? Nun, ganz einfach. Moment mal, Vampirin. Okay. Wir bleiben bei den uralten Vampiren. Gut. Das ist die Frage, die tut... Nein, nicht aufteilen. Die mal hier rein. Gut, kaufen wir von den normalen Vampiren und lassen die normalen Vampire mal mit dabei. Für alle Fälle. Und ziehen uns... Wobei, warte mal, da können wir es eigentlich auch porten nach Inselburg. So, ich glaube sogar, das dürfte praktischer sein. Wir machen Jagd auf den Hexer. Genau, auf den Hexer. Auf den Räuber, Hotzenblotz. Aber zuerst noch eine kleine Diskussion mit der Hafentaverne. Ich versichere euch, dass Marie Curies Kaffeemühle wirklich von einer Wasserrad angetrieben wird. Unglaublich! Ich hätte mir nie gedacht, dass ihr das so schnell herausfinden könnt. Wir sind der wahren Freundschaft nur mehr einen kleinen Schritt entfernt. So, freundlich mit dem Schwätzer an, nimm Rache an Hotzenblotz, dem Räuber. Das würde den ganzen Schritt sogar noch ein bisschen optimieren. So, die Greifen, die wären eigentlich so mein nächstes Ziel. Aber momentan sind wir hier gerade voll. Und deswegen lassen wir das einfach mal. Die Frage ist nur gerade, ob ich meine Kobolde auffrische. Das würde bedeuten, dass ich, glaube ich, wohin müsste? Nach Tristrem, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich irre, oder kann das auch Atrixus sein? Boah, ich komme mit den Örtlichkeiten ein bisschen durcheinander. Was ist denn hier? Mein Name ist Bischisch. Ich bin ein Fischer. Sag mir, Grabak der Schaman, er ist immer noch am Leben? Erzählt mir, was in Tristrem vor sich geht. Okay, fangen wir mal von oben an. Der Ordnung halber. Wobei, zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Okay, Geistsprecher, auch nur Müll. Turm der Goblin. Goblin. Naja.
Sag mir, ist Krabat der Schamane noch am Leben? Der Schamane lebt noch. Die Elfen haben ihn bisher in Ruhe gelassen. Ihr findet den Schamanen in seinem Sommerquartier an der Küste in der Nähe des Totenpfahls. Aha. Erzählt mir, was in Tristrum vor sich geht. Die Elfen in Tristrum sind schlimmer als Bestien. Haben sie bereits einen Großteil der Inselbewohner getötet oder versklavt? Diese Besetzung bringt mich immer wieder raus. Ja, okay. Außer den ganz Jungen und den ganz Alten haben nur wenige überlebt. Es passieren so furchtbare Dinge. So furchtbare Dinge. Sagt Büschisch, der Goblin. Hässlich wie sonst noch was. Aber er findet das furchtbar. Das klingt eigentlich eher wie so ein Waschweib. Also nichts gegen Frau, Entschuldigung, an der Stelle. Aber, ja, ich weiß nicht. Bitte fahrt fort, bitte. Nein. Häuptling, Sorok hat überlebt, auch wenn zuerst jeder dachte, er sei tot. Die Elfen halten ihn in einem unterirdischen Verlies unter der Burg des Vizekönigs fest und werden ihn öffentlich hinrichten, sobald seine Wunden verheilt sind. Was für ein Albtraum, mit dem ich lebe. Oh, ich armer Goblin. Auf der Insel hat Gaul Lytle, der Vizekönig der Elfen, das Sagen. Er hat sich in seinem Flussufer einen Palast gebaut, an dem Ort, an dem sich das Winterquartier des Schamanen befand. Lianil, der Folterer, ist der schlimmste und gefährlichste unter den Elfen. Als Polizeikommandant sucht und exekutiert er die Orks, die im Wald leben. Außerdem verhaftet und foltert er jeden, von dem er glaubt, er habe mit den früheren Machthabern zusammengearbeitet. Das tut... Es ist furchtbar, so furchtbar. Büschisch, kennt ihr Blasko aus Portland? Er hat mich gebeten, euch dieses Paket zu geben. Neuangler, endlich, ich habe wirklich gedacht, er hätte mich betrogen. Ich habe ihm schon vor 2 Monaten das Geld geschickt. Danke für eure Hilfe, Dad. Ja, ich verrate ihm jetzt nicht, dass es meine Schuld ist und dass ich einfach nur so lange gebraucht habe, bis ich ihn gefunden habe. So. Gut. Zu verkaufen hat er nichts Praktisches. Die Postzustellung in ein Päckchen für Vater Satyrus in Gallenrim. Und ein Päckchen für Robert Chambers in Inselburg. Und tatsächlich... Achso, unbesiegbar. Ja, genau. Das hier war... Warte mal ganz kurz, die Karte. Genau, das war Tristrum. Deswegen ist hier auch ehrlich gesagt noch nicht viel aufgedeckt. Nicht die Quests. Dann war, wenn ich mich jetzt nicht irre, Adrixus, unsere Zieladresse, müsste es gewesen sein, denke ich. Ja, definitiv. So, Taverne zum lachenden Goblin. Was hat der hier nochmal? Er hat Spottkobolde. Gut, Dämonen habe ich erstmal genug. Die normalen von den normalen Dämonen. Giftschädel. Wutrank, Mana-Trank. Ne, Mana-Trank müsste ich eigentlich mehr genug haben. Da habe ich 6 Stück. Davon brauche ich definitiv nicht noch mehr kaufen. Hier haben wir noch einen weiteren Laden. Zeigt mir eure Waren. Opfer. Verdammnis. Ich weiß ja gar nicht, Opfer. Gehört das zu meiner Quest? Wir müssen ganz kurz gucken, denn es ist ja unser Ziel, oder eines unserer Ziele, Rollen, Neuzauber, Schutzheilung, Licht des Lebens. Nee, das hat eigentlich alles irgendwas mit Wiederbelebung, Heilung, Licht des Lebens, etc. bla bla. Nein, das ist es definitiv nicht. Verdammt, das Ziel zu unglaublichem Pech, wodurch es durch jeden Treffer kritischen Schaden erleidet. Nein, auch nicht. Plus 100 Führerschaft, minus 1 Initiative für alle Pflanzen, plus 20 Angriff gegen alle feindlichen Pflanzen. Ja, die Führerschaft ist natürlich gut, aber auf die sind wir jetzt gerade nicht so übel angewiesen, als dass wir das jetzt kaufen müssten. Jetzt muss ich nur mal eben überlegen, wo müssen wir lang? War das tatsächlich hier? Ich weiß gar nicht genau. Wir müssen eigentlich zum Verdelet, dem Dämonologen, auch wenn ich mir momentan gerade nicht sicher bin.
Wir könnten aber auch nach oben. Burg von Belial, dem Verräter, ja. Da brauchen wir allerdings momentan gar nicht dran denken anzugreifen. Das würde eh nicht funktionieren. So, wir müssen hier lang. Genau. Wobei, ne. Aber hier lang können wir dann weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob... Moment, das waren... Irgendwo hier müsste es unbesiegbar. Echt jetzt? Takas Haus, die sind immer noch als unbesiegbar eingestuft. Die hier auch. Die hier genauso. Oh mein Gott, Fesseln des Lichts. Warte mal ganz kurz, ich speichere mal eben. Nur zur Sicherheit. Würde ich nicht wagen, nein. Ich weiß nicht, ob ich das... bist du das sicher? Okay, dann... Nee. Wollen wir direkt zur Inselburg rübergehen? Wir haben ja noch eine offene Rechnung mit dem Räuber Hotzenblotze, ne? Daher, ich denke... Gleichsteig. Ja, das werden wir dann mal sehen. Auf der anderen Seite... Was ist, wenn ich die Drachen wegmache? Okay. Dann probieren wir es einfach mal aus. Oder? Sollen wir es ausprobieren? Ja, komm. Rein da jetzt. Angriff! Räuber Hotzenblotz, ich zieh dir die Hammelbeine lang. So. Ja. Hä? Warum kann der nicht? Sport. Ach so. Ja, natürlich. Jetzt ist was. Ja. Halt's einfach mal da rein. Die hier müssen auf jeden Fall weg. Die Assassine. Und ansonsten. Ja. Was er ansonsten hat, ist relativ pillepalle. Es ist nur die Anzahl, die er damit sich rumschleppt. Vampire nach vorne, Verteidigungsmodus. Ja, ja, kommt ihr ruhig nach vorne. Und, zack. So, alles schön rüsten, damit es schön durch ist. So, mit den Vampiren direkt nach vorne. Und es geht los. Und zwar, was machen wir als erstes? Wir könnten... das Dämonenportal will ich ja erlernen. Das ist ja das Problem. Ich kann es nicht verbrauchen. So, wir haben hier ein Schaf. Oh, nee. Schaf macht, glaube ich, gerade echt keinen Sinn. Opfer. Du kannst... Nee, das will ich nicht. Ich will nicht eine meiner... Wandelt angesammelte Wut in Mana um. Nee, ich brauche die Wut momentan. Frostgriff. Frostgriff ist gut. Damit stoppen wir mal die Assassine. Ja, zwei sind schon mal weg. Ist schon mal gar nicht so schlecht. So, Dämonen beschwören. Jawohl, Blutpriesterin. Sexy, attraktiv, heiß. Runde 2. Yay, Moment, das sind... Halt, Moment mal, warum kennen wir denn? Hä? Moment mal ganz kurz. Ach nein, das sind normale Dämonen. Weiter Angriff, Verzauberung. Oh. Oh, höllischer Tausch. I like it. Ja, die normalen Vampire können sterben. Das ist mir wurscht. Momentan zumindest. So, wo wird geröstet? Geröstet wird vorzugsweise hier. Und eine neue Runde. Das heißt, ich kann direkt mal... Ruf der Natur. Haben wir ja schon so lange nicht mehr gefehlt. Deswegen wird es auch endlich mal Zeit. Aber mit 45 königlichen Schlangen. Oh, da bin ich ja richtig... Feucht unter dem Höschen. Was? Die Vampire verfehlen? Moment mal. So kann es ja dann auch nicht gehen. So, wir haben genug Wut für Orkschlag.
Damit gehen die Assassine drauf. Könnten. Wir könnten natürlich auch Totenmäude ausführen. So, da gehen Dämonen. Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Königliche Schlangen. Blünder. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Also, holzen wir mal durch. Holz. Achso, die... Ach, das ist nur Schwertkämpfer. Das ist mir wurscht. So, die Dämonen. Angriff auf. Was? Ja, wollen wir direkt ins Gefecht schicken? Hätte ich eigentlich fast schon gesagt. Ja, bei 31 Schaden, den sie da gerade kassiert haben. Außerdem Dämonen haben wir ehrlich gesagt genug zu nachrüsten. Selbst Vampire, gehen wir am Arsch vorbei. Ich habe momentan so viele Vampire, die ich nachkaufen kann. Das ist doch mir egal. So, Ruf der Natur. Es geht weiter. Wir bleiben hier nicht stehen. Bären kommen zum Zuge. Jawohl, 25, das heißt eine Einheit bleibt übrig. Versperrt den Weg für andere. Ist natürlich in dem Punkt auch nicht schlecht. Die Vampire schützen jetzt erstmal die Kobolde. Yeah! Greift an, ich werde euch alle abmetzeln! Und damit sinkt die Chance für Hotzenplotz, hier noch irgendeinen Stecher zu machen. Nee, also... Das ist definitiv gewonnen. Zwar mit etwas höheren Verlusten, aber mit Einheiten, die momentan gerade mehr als genug zur Verfügung haben und wo es mir halt überhaupt nicht wehtut. Im Zweifelsfalle rüste ich die Armee auf, und zwar ohne Aufnahmen, und wir machen Innenaufnahmen einfach ganz gewöhnlich bei einer Story. Das ist mir egal. Das ist... Zack. Ja, lass die Vampire sterben. Wir zaubern gleich mal noch eine Runde und rufen die Natur an, uns etwas zu schicken. Und es sind Libellen. Es sind mal wieder Feuerlibellen. Die haben wir so lange nicht mehr gesehen. Verfehlt? Was? Dämonen. Gut, die will ich nicht rösten. Müsste ich eigentlich fast schon dahinter feuern. Gut gemacht, ihr Dämoninnen. Alter. Sehen halt schon. Nope. So, Vampire. Die bleiben nicht, wo sie sind. Wir verteilen die mal, falls tatsächlich angegriffen werden sollte. Ja, die Feuerlibellen kommen einfach rein damit. Mitten ins Geschehen, und ja, einmal Ortschlag. Radieren wir die hier aus? Ja, warum nicht? Tschüss. Oh, Dämonenjäger sind es, glaube ich, oder? Ah ne, das sind Weiber. Seebären, Blünder. Moment mal ganz kurz. Das waren... Rockschlag auf. Ach, das war noch einer. Okay. Gut, aber nichtsdestotrotz ist mir das wurscht, was es waren. Ja. Ich habe aber mittlerweile auch schon einiges an Vampir verloren. Wenn wir das jedes Mal so machen, dann, ja. Okay, ich war jetzt vielleicht auch in dem Kampf einfach zu euphorisch, ne? So, die Bären. Jawohl, die Assassine müssen weg. Hervorragend. Tschüss. Die Wächter. Lass mal die Dämonen. Die Kobolde da hinten irgendwo. Wenn sie wieder aufgeladen sind, können sie ja ihre Schüsse abgeben. Nein, das lassen wir. Okay. Drei bis sieben, ja. Machen wir weg.
Ups. So, 39 Schaden, das geht eigentlich. Die machen echt nicht viel Schaden, das sind alles Billigeinheiten. Was er mir heute getötet hat, war eigentlich eher, naja, als mir gerade egal war. Weil ich die Einheiten momentan gerade eh lockern, auffrischen kann. Deswegen, ja, weiß nicht. Gebe ich mir da auch ausnahmsweise mal nicht den Act. Wow. Okay. Hier hält er also noch ein bisschen durch. So, wir erhöhen die AP und... Ach, komm schon. Spiel doch mal eine Runde mit. So, die Dämonen... Nee, das war defensiv. Die Bären, die Schlangen reichen eigentlich aus hier an der Stelle. 11 bis 19, zack. Da brauchen wir auch kein weiteres Mana verbrauchen. Da kommen die Dämoninnen. Aber er ist eh gleich weg. Von daher, er wird es noch ein paar Mal... Das war's dann auch schon. Und zack. Tschüss. Hotzenblotz. Das war's für dich. 29 Vampire habe ich gerade eben geschrottet. Ich weiß nicht. Ja. Lassen wir es einfach mal für heute so dastehen. Es war einfach, ja... ein freiwilliges Opfer, was ich gebracht habe. Hotzenblotz, der Räuber, wird keine Passanten mehr ausrauben oder den armen Schwätzer quälen. Es war nicht einfach, aber dir ist es gelungen, ihn zu beruhigen. So, Questlog aktualisiert. Hier hinten haben wir noch irgendwas schatzmäßig. Ach, dieser Baumstumpf. Gold in Form von 2100. Ja, kann man lassen. So, wir reisen mal noch ganz kurz wieder zurück. Wir kommen gleich wieder hierher, aber erstmal gehen wir zurück zum Unterschlupf, unter anderem, wo wir die Einheiten auffrischen, beziehungsweise das mache ich jetzt. Was ihr macht, weiß ich nicht. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle hier, bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und... Entschuldigt, wenn ich heute etwas ein bisschen Larifari mit meinen Kreaturen gegangen bin, war natürlich vollkommen beabsichtigt und Moment mal, Sportkobole, da immerhin, da hätten wir ja schon mal eine 3. Jede Menge Müll zu kaufen, den ich aber nicht brauche. Naja, nun. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Ich port mich dann mal nach Monteville und kann eigentlich gar nicht aufhören zu spielen. Aber ich bin schon in Überlänge. Oh, es ist eigentlich traurig, dass ein... Ja, weiß ich nicht. Man will einfach weiterspielen und dann ist die Let's Play-Zeit schon zu Ende. Aber ich laber euch voll, sehe ich. Deswegen sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Es kommen heute noch ein paar Let's Plays raus. Naja, das eine oder andere zumindest. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier die antun. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei King's Bounty Dark Side. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann genießt den Tag jetzt einfach noch. Schluss, aus, raus hier jetzt. Ich bin auch weg. Tschüss.